Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13 Karrieremodus mit dem HSV. Zweiter Bundesliga Spieltag beim VfB Stuttgart heißt es nun zu bestehen, nachdem wir zum Bundesliga Auftakt in Frankfurt eine 2-0 Pausenführung nur zu einem 2-2 unentschieden noch bringen konnten. Vor allem die zweite Halbzeit war sehr enttäuschend, vor allem in der Defensive. Das muss deutlich besser werden. Wenn möglich heute schon am zweiten Spieltag hier im Schwabenländle in Stuttgart. Kommen wir einfach direkt zu den Aufstellungen. Der VfB Stuttgart tritt in einen 4-3-3 an. Im Tor die 1 Sven Ulreich, die Viererkette mit Sakai, Rodriguez, Niedermeyer und Arthur Boka. Das Dreier-Mittelfeld mit Funk, Gentner und Holzhauser. Und drei Spitzen mit Martin Harnik, den Topscorer oder einen der Topscorer der letzten Bundesliga-Saison. Tunay Torun im Zentrum der Ex-HSVer und über links kommt Traoré. Und da sind einige, ich möchte schon eigentlich sagen, Leistungsträger auf der Bank, wie Ibisevic, wie ein Okazaki, wie ein Choupo-Moting, der Neuzugang aus Mainz. Auch ein Didavi nur auf der Bank und selbst der Kapitän Serdar nur auf der Reservebank wiederzufinden. Also da Stuttgart mächtig rotiert, im Gegensatz zu uns. Wir haben auch zwei Positionen umgestellt, da kommen wir aber gleich zu. Im Tor, da bleibt nichts verändert. Da spielt nämlich die Nummer 1, Oliver Baumann. Die Viererkette mit Jerome Boateng, mit Falu Diagne, mit Chaiku Kouyaté und Dennis Aogo. Dann habe ich eine kleine Systemumstellung vorgenommen von der Raute auf die flache 4. Und dort spielen rechts Dani Caligiuri, im Zentrum Alamaher und der Kapitän, zurückgekehrte Kapitän, Rafael van der Vaart. Über links kommt die 27 David Alaba und vorne unser neues Sturmduo mit der 21 Pierre Aubameyang, Aubameyang und die 9 Wilfried Banana Boni. Zwei Positionen, ich habe es angesprochen, umgestellt. Van der Vaart natürlich zurück für Christian Eriksen, der zunächst nur auf der Bank ist. Außerdem rückte Diagne in die Startaufstellung für Dennis Diekmeyer, der heute nicht mal im Kader. Boateng rückt dadurch auf die Rechtsverteidigerposition. Und unser Neuzugang mit der 14, Romelu Lukaku vom FC Chelsea. Genau wie Heung-min zunächst nur auf der Bank. Also offensiv war mir so jetzt ein gewaltiges Potenzial auch auf der Bank sitzen. Da muss es einfach im gegnerischen Strafraum knallen. Hoffentlich heute schon, wie gesagt, in der Bundeshauptstadt Baden-Württembergs in Stuttgart. In der Mercedes-Benz Arena, dem ehemaligen Gottlieb Daimler Stadion, während wir hier Wilfried Boni beim Warmmachen, beim Warmschießen und Köpfen zusehen. Hoffentlich trifft er heute ein paar Mal ins Tor, ich hätte nichts dagegen. An diesem zweiten Bundesliga-Spieltag, der VfB, wir haben es gesehen, haben ihre Auftaktpartie ebenfalls verloren. Das heißt ebenfalls, sie haben ihre Auftaktpartie verloren. HSV spielt jetzt 2-2 in der Commerzbank Arena. Nach einer 2-0 Führung fühlte sich aber auch schon wie eine Niederlage an. Wobei man sagen muss, das Unentschieden hatten sich die Frankfurter redlich verdient. Waren die bessere Mannschaft über 90 Minuten. Und deswegen verdient zum Punktgewinn gekommen gegen den Tabellendritten der Vorsaison. Ich hoffe, dieses Spiel hier ist kein schlechtes Omen. Denn am zweiten Spieltag der vergangenen Saison hieß die Partie ebenfalls Stuttgart gegen den HSV, beziehungsweise da haben wir in Hamburg gespielt, am zweiten Bundesliga-Spieltag, und da kassierten wir die erste Saisonniederlage gegen den VfB, eine von insgesamt nur sieben Saisonniederlagen, und ich hoffe, wie gesagt, das ist kein schlechtes Omen, dass wir heute hier in Stuttgart dafür gewinnen können. Anstelle von Taschki ist Niedermeyer, der hat übrigens im Vorjahr am zweiten Bundesliga-Spieltag das Siegtor geschossen zum 1-0. Wie gesagt, damals noch in der Imtech Arena. Heute ist er Kapitän, genau wie Rafael van der Vaart. Und hier sehen wir nochmal die beiden Startformationen der Bundesliga-Teams an diesem Bundesliga-Sonntag. 4-3-3, Tunay Torun überraschend in der Sturmspitze. Mit Choupo-Moting noch ein ehemaliger HSV auf der Bank. Und unser Offensivpotenzial, Eriksen, Son, Lukaku, ist noch gewaltig auf der Bank. Aber Aubameyang und Boni, die müssen sich einspielen, ganz klar. Boateng heute rechts hinten, hat in der Vorbereitung ja häufiger dort gespielt. Und das, wie ich meine, sehr gut.
kennt er auch von seiner früheren HSV-Zeit, wo er eigentlich immer als Rechtsverteidiger agierte. Nichts Neues für ihn. Und jetzt aber Anstoß für die Gäste aus Hamburg. Unser zweites Auswärtsspiel am zweiten Spieltag. Und wir wollen wieder punkten, wenn möglich, natürlich dreifach. Falu Diagne, erstes Bundesligaspiel für ihn. Im HSV-Dress also. Und Kalijuri mit dem ersten langen Ball auf Wilfried Boni. Der mit der Flanke Richtung Van der Vaart. Aber der ist kein ausgewiesener Kopfballspieler. Traoré, der linkse Flügelspieler des VfB. Der, wie ich das richtig mitbekommen habe, eigentlich nur mittlerweile auch berechtigt ist, für die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste zu spielen. Stand aber bei uns zu unserer Zeit als WM-Coach leider nicht zur Verfügung. Ist auch ein sehr schneller, trickreicher Mann, dieser Ibrahima Traoré. Und Boni ist schon wieder unterwegs auf dem Flügel. Schickt Aubameyang. Der setzt sich gut durch gegen Niedermeier. Aber Sven Ulreich mit der ersten Parade. HSV setzt sofort nach. Rechts da ist Kalijuri frei. Gut gesehen von Van der Vaart. Aber die Flanke abgefangen von einem Stuttgarter Verteidiger, die jetzt kontern können über Traoré. Aber der Ball war ein bisschen zu steil. Ballgewinn für den HSV mit Diagne, mit Adamaher, mit Boni, Aubameyang. Super gespielt, Wilfried Boni! Der AB-Sturm im Zusammenspiel. Klasse Vorarbeit von Aubameyang. Und der Kopfball schwer dazu drücken aufs Tor für Wilfried Boni. Macht er trotzdem noch gut. Knapp vorbei, aber jetzt die Konter. Chance über Traoré. Gegen Boateng. Den Neuzugang vom FC Bayern. Gut gemacht von Adamaher, der den Vorzug bekommt. Vor Eriksen, der defensiv wohl ein bisschen stärker zu sein scheint als eben der dänische Nationalspieler Ulreich. Etwas unsicher, aber gut geklärt. Aber HSV bleibt im Ballbesitz mit Alaba. Zu wenig Unterstützung gerade, auch von den Außenverteidigern. Die müssen bei unserem Offensivspiel sich häufiger mit nach vorne einschalten. Auch vor allem im Frankfurt-Spiel hat das viel zu selten geklappt. Aubameyang auf Boni. Dreht sich, aber kommt nicht zum Abschluss. Und so die Stuttgarter gerade viel Platz in der Mitte. Mit Martin Harnik, der gebürtige Hamburger. Großartige letzte Saison gespielt. War ja auch in unser Blickfeld geraten, aber wir haben uns für Romelu Lukaku entschieden. Als letzten Neuzugang in dieser Transferphase, die ja noch nicht ganz zu Ende ist. Wir spielen ja heute am 31. August des Jahres 2014. Theoretisch könnten wir noch Transfers tätigen. Aber ich bin in den Kader jetzt soweit ganz zufrieden. Und sollte nichts Großartiges mehr passieren, werden wir mit diesem Kader auch die Hinrunde zumindest auf jeden Fall bestreiten. Aogo auf dem Vorwärtsmarsch mit den schwächeren Rechten geflankt. Dafür kam die Flanke nicht schlecht. Aber Aubameyang nicht ganz so gut im Kopfballspiel wie sein Sturmpartner Wilfried Boni. Die beiden haben ja im ersten Spiel gleich getroffen in Frankfurt. Wenn möglich soll das heute die Torausbeute verdoppelt werden. Kalijuri. Oh, tick zu schwach die Flanke. Leicht abzufangen für die Innenverteidigung des VfB. Diagne, der Senegalese, stark. Ja, ein ähnlicher Spielertyp, möchte ich meinen, wie Kouyaté. Kommen beide zufällig auch noch aus dem Senegal, verstehen sie also sehr gut. Sehr körperlich robust und sehr schnell vor allem auch noch. Trotz einer gewissen Körpergröße. Aogo schickt Alaba. Aber auch die Flanke abgeblockt. Die Flanken kommen noch nicht so wirklich durch bei den Gästen aus Hamburg. Martin Harnik. Patrick Funk mal auf dem Vormarsch. Wird geschickt. Oh, da muss Kouyaté in die Mitte. Und Diagne muss da ran. Lässt aber Funk flanken. Und Holzhauser lassen die da mal völlig alleine. Und durch den Abpraller von Aogo bekommt Traoré die Riesenchance zur Führung der Gastgeber. Aber Oliver Mann auf dem Posten. Boateng köpft den Ball raus. Zweiter Ball, wieder Holzhauser. Konzentration in der Abwehr. Ist das A und O? Diagne
klärt er zwar gut, aber die zweiten Bälle landen beim VfB. Aoro wird er vom eigenen Mann, glaube ich, behindert, kann deswegen nicht eingreifen. Und nächste Ecke, Martin Hane, kommt gut. Und der Kopfball war, glaube ich, von Matze Rodriguez. Im letzten Jahr bei der 0-1-Niederlage durch das Tor von Niedermeyer ja ebenfalls durch eine Ecke entstanden. Und ich möchte hier kein Déjà-vu erleben. Stuttgart hat das Spiel jetzt im Griff mittlerweile. Und Kouyaté ganz stark gegen Tunay Torun, den einzigen echten Mittelstürmer da beim VfB. Jetzt Konterchance über Aubameyang. Oh nee, so wollte ich den nicht nehmen. Aber abgefangen Boni. Aubameyang, Van der Vaart mit dem Versuch durchzustecken. Nochmal Van der Vaart auf Aubameyang aus der Drehung. Aber der Schuss zu zentral. Kein Problem für Sven Ulreich. Sehr präziser Abschlag auf Martin Hanek hier. Und da kommt Sakai, der Japaner. Gegen Aogo. Macht das gut. Alaba geht da zu wenig mit nach hinten. Und im anderen Sonntagsspiel, das gleichzeitig läuft, führt der 1. FC Köln. Ne, macht den Ausgleich. Der 1. FC Köln 1:1 gegen den VfL Wolfsburg. Hier steht es noch torlos 0:0. Van der Vaart auf Alaba, von ihm muss ein bisschen mehr kommen. Boni, Mahiat, Platz zum Schießen. Der junge Holländer, mittlerweile A-Nationalspieler im Team der Oranje, verzieht hier aber knapp. Van der Vaart, hat er eine Idee. Genau solche Ideen braucht das HSV-Spiel. Guter Ball, Caiggiuri mit dem zweiten Ball. Bringt die gute Flanke. Und da ist das Tor. Und es macht Van der Vaart. Ausgerechnet der Kapitän und dann auch noch mit dem Kopf. Mit dem Außenpfiff. 1:0 Führung. Raphael Van der Vaart, der war ja schon fast auf den Abstellgleis. Schon fast weg aus Hamburg. Holpi wollte man eventuell zurückholen. Jetzt steht er wieder in der Startelf, nachdem er am ersten Spieltag nicht zum Einsatz kam. Und hier trifft er per Kopf. 1:0 Van der Vaart. Der alte Haudegen, der einzige echte international erfahrene Spieler im HSV. Der Rest muss man ehrlich sagen, eine blutjunge Mannschaft. Angeführt vom Kapitän, der jetzt hier die Führung erzielt. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Wie gesagt, er war schon fast abgeschrieben. Und heute erzielt er die Führung. Aber das waren erst 45 Minuten. Hier in Stuttgart 45 Minuten. Bleiben den Gastgebern noch Zeit hier auszugleichen. Konditionell sieht das noch sehr gut aus. Auch wenn wir natürlich in dieser Saison häufiger rotieren werden wegen der Champions League. Unser erstes Spiel ist ja in Istanbul bei Galatasaray in 2-3 Wochen. Aber jetzt müssen wir erstmal in der Bundesliga bestehen. Gut gemacht von Kouyaté. Sicher zurück zu Olli Baumann. Boateng, Diagne. Während Wolfsburg 2:1 in Führung geht. Boateng schickt Aubameyang. Den kann man mal schicken. Und der flankt direkt zu Boni. Oh, der verliert das Kopfballduell. Und da Unsicherheit bei der Stuttgarter Defensive. Alaba Van der Vaart. Mit dem Fehlpass, Aogo kommt nicht dran. Aber Fehlpass auch bei den Stuttgartern, mal her. Caiggiuri, der Vorbereiter. Aubameyang, gut durchgesteckt, Boni. Aubameyang kommt nicht dran. Gut gehalten von Sven Ulreich, fast das 2:0. Aber eben nur fast. Und jetzt die Stuttgarter wieder im Angriff mit Torun. Mit Christian Gentner. Der schickt den schnellen Traoré. Boateng mit Geschwindigkeitsnachteil, gute Flanke und dann Stürmerfoul, oder? Ja, müsste Stürmerfoul gewesen sein von Torun, der jetzt rausgeht. War seine letzte Aktion nach dem Foul an Kouyaté. Und jetzt Ibisevic, der bosnische Nationalstürmer, der Goalgetter in den Reihen der Schwaben, wird natürlich jetzt offensiv gefährlicher dadurch. Aubameyang wieder geschickt,
Oh, die Flanken, die kommen einfach noch nicht heute so gut an. Oh, was für Fehler aber zum Teil beim VfB da in der Defensive. Da habe ich mich gar nicht mit gerechnet, dass die da so einen Fehlpass in dem Moment spielen. Langer Ball auf Holzhauser. Gute Flanke vom Österreicher, aber Baumann ist da. Könnte das Spiel schnell machen. Wirft zu Alaba. Stunde gespielt. Van der Vaart. Oh, nee. Und dann kommt wieder solche Aktionen von Van der Vaart. Hat man vor allem in der letzten Saison immer häufiger gesehen. Beim Kapitän. Ein mageres Saisontor in der letzten Saison. Das hat er heute schon am zweiten Spieltag erzielt. Gute Flanke. Stuttgart kommt. Und Baumann geht auf Nummer sicher. Faustet den Ball zur Ecke. Nächste Ecke für den VfB. Auch der kommt nicht schlecht, Boateng. Und der müsste Abstoß. Ja, müsste Abstoß geben. Zeigt der Schiedsrichter auch an. Ich habe gar nicht gesehen und gar nicht darauf geachtet, wer heute Schiedsrichter ist. Also auch so ein Aberglaube, dass der und der Schiri ein zum Sieg pfeifen. Holzhauser geht. Noch offensiver wird das jetzt durch die Einwechslung von Didavi. Und wir könnten jetzt auch das erste Mal wechseln. Und zwar, ich habe ja versprochen, Heung-min Son häufiger zu bringen. Und er kommt jetzt für David Alaba. Alaba natürlich eher im Rückwärtsgang stärker. Son eher im Vorwärtsgang. Bisschen unsinnig eigentlich diese Einwechslung, aber vielleicht ein Zeichen. Lieber noch ein zweites Tor schießen. Wir haben ja gesehen, in Frankfurt hat selbst ein 2-0, eine 2-0-Führung nicht gereicht. Das soll heute anders werden. Aubameyang. Angespielt von Adama her. Aubameyang. Caligiuri. Van der Vaart. Da ist Heung-min Son. Erster Ballkontakt. Van der Vaart. Wilfried Boni dreht sich. Und Tor! Wilfried! Balala Boni, er ballert immer noch, wie in der letzten Saison, in der ersten Halbserie für den HSV. Van der Vaart mit der Vorlage, Boni setzt sich durch gegen Niedermeyer, 66. Minute, ich hoffe, das ist auch kein schlechtes Omen, wenn wir schon von Omen die ganze Zeit reden. 2-0 Führung, Wilfried Boni, zweites Spiel, zweites Tor, er macht da weiter, wo er aufgehört hat, in der ersten HSV. Spielzeit. Traoré. Wollte er durchstecken. Boateng, passt auf. Diagne. Maher. Van der Vaart. Und dann ist er für die entscheidenden Aktionen dann doch da. Langer Ball von Aogo. Perfektes Duspiel für Son. Und er scheitert an Ulreich. Oh, das muss das 3-0 sein. Super Zuspiel war das von Aogo. Maher. Son. Das war auch klasse. Boni 3-0. Die Offensive nimmt Fahrt auf. Einmal zum Genießen. Saisontor Nummer 3. Wilfried Boni. Banana Boni, das ist unfassbar. Und was ist mit den Stuttgartern los? Ist das die Spielentscheidung gewesen in dieser Partie? Normalerweise ja, aber im Fußball ist alles möglich. Gut gemacht hier. Und da ist Traoré völlig frei. So, und das haben sie gut gespielt, die Stuttgarter, nur noch 1-3. Boateng völlig desorientiert. Und dann Diagne zu weit weg von Ibisevic. 73. 2 Minuten später, nur noch 1-3. Leute, macht mir da keinen Scheiß. Kouyaté. Van der Vaart. Oh, Maher wartet zu lange. Aber wir bekommen den Einwurf, oder? Ja. Wir werden jetzt nochmal wechseln. Und zwar kommt ein Debütant. Für den Doppeltorschützen Boni. Kommt er jetzt rein? Das Supertalent aus Belgien. Boni hat seine Pause verdient. Heute ein Doppelpack. Was willst du mehr für den Anfang? 3 Tore nach 2 Spielen. Und jetzt kommt der Romelu Lukaku mit der Nummer 14. Der Neuzugang vom FC Chelsea. Mal gucken, wie er sich einführen kann. Maher kommt nicht ran. Aber nur in Seiten ausgeklärt. Einwurf nochmal Boateng. Aubameyang. Alaba Maher. Van der Vaart. Aogo.
Bilder. Lukaku bedient, Van der Vaart, gute Ballkontrolle diesmal. Aubameyang. Aubameyang. Aubameyang! Und wieder Sven Ulreich, der sein Team noch im Spiel hält. Lukaku geht da früh rauf. Genau wie Aubameyang. Nochmal Aubameyang. Ah, aber Einwurf Stuttgart. Trotzdem gut gekämpft von den beiden Angreifern. Defensivarbeit fängt schon bei den Stürmern an. Das haben die beiden hier gut gemacht. Und Stuttgart wird das dritte und letzte Mal wechseln. Und noch ein Stürmer kommt. Shinji Okazaki für Funk, für den defensiven Mittelfeldspieler. Die müssen natürlich jetzt alles nach vorne werfen. Und wir müssen defensiv ein bisschen geordneter stehen. Oh, Dirk, nee. Lässt sich da leicht düpieren. Aber der Ball geht von Seiten aus. So können wir nochmal wechseln. Ein bisschen defensiver Rincon. Kann das Mittelfeld dann nochmal stabilisieren. Der Wadenbeißer des Teams. Mittlerweile auch einer der dienstältesten HSVer. Der Mann aus Venezuela. Und das bedeutet gleichzeitig, dass Eriksen 90 Minuten auf der Bank geschmort hat. Van der Vaart heute mit dem Tor und einer Vorlage. Er ist back. Eriksen im ersten Spiel auch eine Torvorlage gegeben. Hat trotzdem, der hat auch eine Riesenchance verhauen. Wow, was war das denn von QRT? Jetzt in 10 Minuten die Stuttgarter pressen nochmal und holen die nächste Ecke raus. Aogo klärt da. Lukaku mit hinten im eigenen 16er bei diesen Standardsituationen. Da ist er und klärt den Ball und kann den Konter einleiten. Aubameyang, Lukaku, oh, den kriegt er nicht mehr rum. Da war noch ein anderer HSVer mitgelaufen. Aogo komm. Bisschen gehalten, kein Foul, Aogo, und wieder fast das Pech für den HSV, dass Stuttgart abstauben kann, aber ganz stark gehalten. Erneut von Baumann, Lukaku, nicht schnell genug, schade. Gut gekämpft von den Stuttgartern. Aber die beiden zentralen Mittelfeldspieler sind hier momentan zu offensiv beim HSV. Und wieder da Aogo, Pech, und kann den Ball nicht klären, Baumann. Ähnlich wie sein Gegenüber. Sven Ulreich mit einer überragenden Partie. Nochmal die Konterchance. Lukaku. Aogo läuft nochmal mit. Dennis Aogo in der Mitte, Rincon. Und rechts, da ist Van der Vaart. Van der Vaart macht den Deckel drauf. 4:1 für den HSV. Doppelpack des Kapitäns. Am Ende der Sieg zu hoch, aber das ist uns egal. Rincon bereitet vor. Und in der Schlussminute 4:1. Das ist doch mal ein Auftakt in die neue Bundesliga-Saison. Das 2:2 aus Frankfurt. Denken wir uns mal ganz schnell weg. Das ist die wahre Stärke des HSV. 4:1. Und ich glaube, das ist sogar in unserer gesamten Karriere der höchste, nee, der zweithöchste Erfolg. Einmal hatten wir 4:0 gewonnen. Ich glaube, das war in der letzten Saison gegen Greuther Fürth. Aber 4:1 ist auch schon mal sehr beeindruckend. Doppelpack von Van der Vaart, Doppelpack von Wilfried Boni. 4:1 am Ende, und ich genehmige mir jetzt mal einen Schluck nach diesem wirklich sehr souveränen Sieg hier in Stuttgart. Auch so eine Art Angstgegner eigentlich gewesen. Tja, und die Stuttgarter also jetzt mit 2 Niederlagen gestartet, die in der letzten Saison ja so lang auf Platz 1 gestanden haben in der Hinrunde. Ich glaube, bis zum 17. Spieltag Tabellenführer gewesen sind. Aber am Ende reicht es nur für Platz 5. Und die Europa League-Teilnahme. Hier nochmal ein paar Highlights und Chancen gespielt. Und hier das 1-0 von Van der Vaart mit dem Kopf in Pfosten. Ich glaube, das wird das 2-0. Ja, Wilfried Boni in Torjägermanier, wie er den Ball abschirmt. Und dann diese Riesenchance noch von Son nach dem Klasse-Pass von Aogo. Aber direkt die nächste Chance. Hier, klasse vorbereitet von Heung-min Son. Auch mit dem Tor-Assist also heute. Und Boni erzielte das 3:0. Dann das zwischenzeitliche 1:3 durch Ibisevic.
Nochmal eine klasse Parade von Baumann, wie er den Ball da gegen den Pfosten lenkte. Und der Schlusspunkt, Rincón auf Van der Vaart. Das wollen wir doch häufiger in dieser Saison sehen. Schauen wir uns die Noten an. Durchweg gute Noten. Boni wird Spieler des Tages. 2 Tore. Und Van der Vaart 2 Tore. Der hat eine 8,8. Der hat auch noch eins vorgelegt. Hier die komplette Vierer-Mittelfeldreihe hat einmal vorgelegt. Boah, da muss ich mal ein kurzes Bäuerchen machen. Zum Abschluss dieses Spielberichts. 4:1. Ja, was soll man da noch großartig anderes sagen als großartig? Wolfsburg gewinnt gegen Köln 2:1. Und wir sind mal wieder ohne Musik, wie mir gerade auffällt. Ne, doch. Da kommt sie wieder. Und wir sind am letzten Transfertag angekommen. 11,5 Millionen, achso, Vertonghen, aber der ist schon im letzten Part, glaube ich, gewechselt nach Newcastle von Tottenham. Gut, ich kann noch mal kurz gucken, wie viel Budget wir haben. 4,8 Millionen, naja, könnte man sich zwar noch ein Talent theoretisch schon holen, aber ich denke, ich bin mit dem Kader so zufrieden. Tanane könnten wir gerne noch verleihen. Leider kommen wir jetzt nicht mehr ins Mannschaftsmenü, was ich ein bisschen schade finde. Aber falls wir ihn nicht mehr verliehen bekommen, schade, aber was soll's. Arslan sehen wir hier gerade bei Hoffenheim, den haben wir ja verkauft. Für relativ wenig Geld eigentlich. Hoffenheim, Joselu und Bastos Barreto verkauft, zwei Leistungsträger dafür. Naja, gehen wir weiter. Die Transferphase können wir jetzt eigentlich recht schnell hinter uns bringen. Obwohl ich immer noch gerne hier die Transfers mir anschaue. Bayern holt Verdi. Der mir ehrlich gesagt nichts sagt. Okay, ein Italiener vom FC Turin. Muss man ihn jetzt kennen? Keine Ahnung. Oh, hier noch ein paar Gerüchte. Malaga jagt immer noch die Stürmer. Bloß verpflichten tun sie anscheinend keinen. Die am Spanier. Zapata wechselt zu Werder Bremen. Das ist ein guter Innenverteidiger, den sie da holen. Die Bremeraner. Weimann, der Österreicher von Aston Villa, wechselt nach Spanien. Ich glaube, der steht auch noch auf unserer Wunschliste, wenn ich mich gerade nicht täusche. Oh, ein paar Transfers gehen hier wohl doch noch vonstatten. Contrerao Vorwechsel zu Paris. Meinetwegen. Beim HSV wird wohl nichts mehr anstehen. Oh, Hummels, Bayern fahren mit Barcelona. Jo, das wäre natürlich auch noch so ein Transfercoup für die Bayern. Den Mats Hummels, der ja aus der Bayern-Jugend kommt, dorthin zurückzuholen. Und auch Benteke sagt nein zu Malaga. Das finde ich irgendwie witzig. Keiner will dorthin wechseln. Zu den Spaniern, dem Pleite-Club. Die ja nächstes Jahr im Real Life nicht international spielen dürfen. Da sehen wir gerade die Statistik, HSV 50 Millionen ausgegeben. Aber auch immerhin 30 eingenommen. Macht eine Bilanz von minus 20, aber ist eigentlich noch okay. Dafür, dass wir Champions League spielen, musste das schon sein. So, Insua wechselt nach Cagliari von Sporting. Cagliari scheint ja auch in diesem Spiel hier einen recht guten Stellenwert zu haben. Holt auf jeden Fall ganz gute Leute. André Lima wechselt zu Queen's Park. Noch so ein Brasilianer, die alle wirklich nach Europa da wechseln. Hohe Erwartung an Jubilanten Lukaku. Naja. Panchenko, wer ist das denn? Der nach Spanien gewechselt ist. Das sagt mir ebenfalls nichts. Freiburg hat Dirk Nier an uns verkauft. Finde ich voll in Ordnung. Naja, und 60 Millionen, fast 60 Millionen wurden jetzt am letzten Tag ausgegeben. Und jetzt ist die Transferphase offiziell vorbei. 65 Millionen sogar am Ende noch. Die über... Was? Achso, da haben wir jetzt noch eine E-Mail kurz danach bekommen. Kleiner Ladefehler. Oh, ziemlich viele. Wir haben 4 deutsche Nationalspieler mit Baumann. Ich glaube, der ist das erste Mal nominiert. Das freut mich. Boateng, unser Neuzugang, und auch Aogo und Caligiuri wurden wieder nominiert. Für Holland sind wieder Maher, Van der Vaart und Douglas dabei. Für Belgien unser Neuzugang Lukaku, für Dänemark Eriksen, für Österreich Alaba und für Südkorea wurde nur Lee, nicht Son, nominiert. Das finde ich etwas verwunderlich, aber gut. Dann kann der gute Heung-min Son sich noch ein bisschen hier
auf den HSV konzentrieren. HSV versucht es ohne Juve. Ja, den haben wir verkauft nach Dortmund. Spiel des Monats bekannt gegeben. HSV-Mann Baumann, ja. Wurde zum Spiel des Monats ernannt. Sehr schön. Wahrscheinlich auch deswegen wurde er mal nominiert. Hat Jogi Löw doch mal Bundesliga geschaut. Und Mainz gewinnt Rennen um Orochko. Das ist doch der ehemalige Wolfs... Ne, ist ein Torwart, okay. Sagt mir jetzt auch nichts. Um wieder Hoffmalaga einen zu verpflichten. Aber wurde wohl auch nichts. Ha, ha, ha. So, jetzt ist aber der Bundesliga-Spieltag vorbei. Gucken wir kurz auf die Ergebnisse. War ja noch ein Sonntagsspiel. Das gewann Hertha BSC beim Aufsteiger Augsburg mit 2:1. Gucken wir auf die Liga-Tabelle. Dort führt Wolfsburg vor Schalke und höre und staune Hertha BSC, die mit 6 Punkten auf Rang 3 stehen. Wir sind mit 4 Punkten auf Rang 4, genauso viele Punkte wie Dortmund, Gladbach und Frankfurt und auch die Bayern. Alle nicht optimal gestartet, vor allem auch Leverkusen nur 1 Punkt nach 2 Spielen. Köln, Augsburg und Stuttgart haben sogar ihre ersten beiden Partien jeweils verloren. Gut, aber die Saison ist natürlich noch sehr lang. Gucken wir noch mal kurz auf die Spielerstatistik. Van der Vaart 2 Tore, Boni 3 Tore, genau wie Jan Schlaudraff. Bei den Vortreffern. Nein, bei den Vorlagen. Dafür Sami Alagi von Hertha mit 2 Vorlagen. Und dann kommen einige HSVer, Van der Vaart eine, Aubameyang eine, Eriksen hat eine, Kringkorn, Kaijuri und so weiter. Und auch Son, der per Hacke vorbereitet hat. Oh, so oft wurde noch nicht zu 0 gespielt. Schalke hat es sogar zweimal geschafft. Lars Unnerstahl da. 3 Rote nach 2 Spieltagen ist ja noch okay. Wenn man da mal die Vorsaison sich anschaut, wo da wirklich 3-4 Spieler waren, die 3 oder sogar 4 mal vom Platz geflogen sind. Das ist ja schon absoluter Wahnsinn. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas anderes machen müssen. Verträge war eigentlich, glaube ich, soweit erstmal alles in Ordnung. Ja, da werde ich nichts veranlassen. Ja, und dann würde ich sagen, am 3. September geht es schon weiter. Wow, schon eine englische Woche hier. Direkt zum Anfang September. Aber da haben wir dann dafür das nächste Wochenende frei. Spielen denn alle am 3.? Es sieht so aus. Ja, alle spielen am 3., okay. Unser erstes Heimspiel. Juhu, in der heimischen Intec Arena. Und unser erster Gegner ist der Aufsteiger vom 1. FSV Mainz 05. Und danach müssen wir zum FC Schalke, die ja sehr gut gestartet sind. Die Akteure der Woche. Und man sieht sehr viele HSV-Spieler darunter. Aubameyang, warum da... Achso, Boni ist ganz oben. Ich glaube, das ist auch so ein kleiner Bug. Eigentlich sollte der Baumann statt Boni stehen, aber gut. Wagner, Janka von Hertha, Schulz von Hertha, Hassani von Wolfsburg und noch ein Herthaner von Sami Alagi. Na gut, gehen wir in die nächste Partie, würde ich sagen. Möchten wir nochmal ganz kurz den Mannschaftsbericht anschauen. Neuer Monat, neues Update. Und Aogo gewinnt einen weiteren Stärkepunkt. Ist jetzt auf einer 79, sehr schön. Während Van der Vaart schon wieder einen Punkt verliert. 31. Ausgerechnet jetzt verliert er, wo er so gut in Form langsam kommt. Schade eigentlich. Aubameyang hat einen Stärkepunkt dazu. Ist sogar jetzt stärker als Wilfried Boni. Und beide haben exakt den gleichen Marktwert. Wahnsinn. Heung-min auch endlich mal wieder einen Stärkepunkt. Steigert seinen Marktwert von 5 auf 8 Millionen. Auch nicht schlecht. Ja, den werden wir jetzt auf jeden Fall mal häufiger bringen. Vielleicht auch mal für Kaijuri stattdessen auf dem rechten Flügel. Wilson. Unser neues Talent aus Wales bekommt auch gleich mal einen Stärkepunkt. Genau wie Tanane. Das freut mich. Auch schon auf einer 72 jetzt. Dass wir den nicht verliehen bekommen, das wundert mich so ein bisschen. Aber gut. Unser Talent Barosch ist ja an... Ginter ist an Leverkusen verliehen, genau. Dort hat er noch nicht gespielt. Barosch können wir leider nicht sehen, weil die Zweitliga-Statistik hier nicht angezeigt wird. Hat aber auch schon einen Stärkepunkt dazu. Genau wie Maxi Beister, der hat die ersten beiden Spiele für Hertha gespielt. Sehr schön. Der sollte da auch auf jeden Fall gesetzt sein beim Hauptstadtclub. So, dann haben wir das auch gesehen. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Partie. Der 3. Bundesligaspieltag steht nämlich dann an. Unser erstes Heimspiel der Saison
Hamburg SV gegen den ersten FSV Mainz 05. Ich hoffe, es geht erfolgreich weiter wie heute im Spiel in Stuttgart. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play FIFA 13.